Es war die erfolgreichste Hauptrundensaison in der DEL. Kein Wunder also, dass die Straubing Tigers zusammen mit ihren Fans bei der Saisonabschlussfeier auf dem Gelände der Karmelitenbrauerei ordentlich was zu feiern hatten. Tabellenplatz 8, ein Ergebnis, auf das die Tigers durchaus stolz sein können. Also ich sage mal, für Straubinger Verhältnisse, denke ich mal, haben wir mit dem Platz 8, den wir schlussendlich dann erreicht haben, wirklich eine super Saison gespielt. Wir haben tolle Spiele dabei gehabt. Ich denke, die Fans waren begeistert. Die beste Saison in der DEL mit 81 Punkten und auf jeden Fall etwas schnell zu Ende gegangen, aber auf jeden Fall eine Saison, dass wir stolz drauf sein können. Und genau bei diesem Punkt waren sich alle auf der Bühne einig. Die erste Playoff-Runde ging mit dem abrupten Aus in Berlin zu früh zu Ende. Ich glaube, in dieser Mannschaft war viel mehr drin gewesen. Wir haben sehr viel Potenzial gehabt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gutes Eishockey gezeigt. Leider ein bisschen zu unkonstant und sag ich mal, in die wichtigen Spiele, wo es mehrere Male dann wirklich um diesen Top-6-Platz gegangen ist, sag ich mal, dann warum auch immer vielleicht ein bisschen nervös dann oder nicht dann das abliefern können, was wir abliefern hätten müssen. Den größten Applaus des Abends sahnte Cheftrainer Tom Pokel ab, als er bekannt gab, auch in der nächsten Spielzeit in Straubing hinter der Bande zu stehen. Beim Trainergespann ändert sich also nichts. Dieses Jahr, man hat viele gute Ergebnisse gesehen und was meine Arbeit, unsere Arbeit, auch die Zusammenarbeit mit Rob Lees, denke der Trio, Jason als GM, ich als Cheftrainer, Rob Lees als Co-Trainer, wir haben eine konstruktive, positive Gruppe mit vielen Ideen und wir können das frei austauschen. Die Entscheidung fiel Pokel also nicht schwer. In die neue Saison starten die Tigers ähnlich stark aufgestellt. 80% der Spieler haben ihre Verträge bereits verlängert. Die Zukunft von Verteidiger Senna Akolazi, dem Strafbankkönig der DEL, ist aber noch offen. Ich fühle mich geehrt, dass das in Straubing so gut ankommt, wie ich auf dem Eis kämpfe. Für mich selber waren das eigentlich gar nicht so viele Kämpfe. Bei mir daheim ist das eigentlich noch ziemlich harmlos. Ich würde sehr gerne hier bleiben, aber ich muss jetzt natürlich noch herausfinden, ob Jason das auch will. Sicher in der neuen Saison mit auf dem Eis steht Stürmer Stefan Leubel, der übrigens erneut als Spieler der Saison ausgezeichnet wurde. Mit so einer Konkurrenz ist es natürlich eine große Ehre, wieder gewählt worden zu sein. Und ja, man spürt die Unterstützung, die man von den Fans hat. Und es ist natürlich auch eine Anerkennung für meine eigene Leistung und das freut mich natürlich sehr. Mit Stefan, dem Killer Leubel, der 21 Tore erzielte, kann also für die kommende Saison eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir müssen jetzt nochmal erst die abgelaufene Saison abarbeiten, aber natürlich laufen schon die Vorbereitungen für die kommende Saison. Mal schauen, was uns bis dahin einfällt. Ein Großteil der Mannschaft bleibt ja bei uns und wie wir dann auffüllen, das ist dann Sache der sportlichen Leitung. Nach einer kleinen Regenerationspause, die einige Spieler jetzt durchaus gebrauchen können, geht's dann im September gestärkt in die neue Saison.